الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Es geht weiter, inshallah, mit dem Kapitel über den Verkauf, den Zins und die Aufteilung des Nachlasses aus dem Buch Die Augenweide bezüglich des Pflichtwissens der islamischen Religion. Ab der Frage 240. Insha'Allah geht es heute weiter. Und die Frage 240 lautet: Sprich über den Verkauf dessen, was keinen anerkannten Nutzen hat. Die Antwort: Der Verkauf dessen, was islamisch-rechtlich keinen anerkannten Nutzen hat, wie zum Beispiel Schlangen, Skorpione und Ameisen, ist verboten. Frage 241. Wie lautet das Urteil über den Verkauf dessen, wozu man nicht in der Lage ist, es auszuhändigen? Antwort: Der Verkauf dessen, wozu man nicht in der Lage ist, es auszuhändigen, ist verboten, wie zum Beispiel ein davongelaufenes Pferd. Frage 242. Sprich über den Verkauf dessen, was nicht unter das Eigentum fällt. Antwort: Der Verkauf dessen, was nicht unter das Eigentum fällt, ist verboten, wie zum Beispiel unbebautes Land, das keinen Besitzer hat. Frage 243. Sprich über den Verkauf von Unbestimmtem. Antwort: Es hat keine Gültigkeit, etwas Unbestimmtes zu verkaufen. Wie wenn der Verkäufer sagen würde: Ich verkaufe dir eines dieser beiden Kleidungsstücke für so und so viel, ohne eines davon zu bestimmen. Also ohne zu bestimmen, welches Stück er meint. Dieser Verkauf ist ungültig. Frage 244. Sprich über den Verkauf von Unreinem und Berauschendem. Antwort: Der Verkauf von Unreinem, wie zum Beispiel Blut und Urin, ist ungültig. Dasselbe gilt für Berauschendes, wie zum Beispiel Wein. Der Prophet ﷺ sagte in einem Hadith, der von Abu Dawud überliefert wurde: Inna Allah, idha harrama ala qawmin akla shay'in, harrama alayhim thamanah. Die Bedeutung lautet: Das, was Allah verboten hat zu konsumieren, hat er auch verboten zu verkaufen. Die Frage 245. Sprich über den Verkauf von Verbotenem. Antwort: Der Verkauf von Verbotenem ist verboten, wie zum Beispiel die Langhalslaute, At-Tumbur, und der Mizmar, das ist ein flötenähnliches Instrument. Der Verkauf dessen ist nicht erlaubt. Der Verkauf von erlaubtem, von erlaubten Dingen, erlaubten und reinen Dingen, aber an jemanden, über den man weiß, dass er damit sündigen will, ist ebenfalls verboten, nicht erlaubt. Wie zum Beispiel der Verkauf von einem Messer an jemanden, der damit Selbstmord oder ein Attentat auf Menschen begehen will. Das ist nicht erlaubt. Frage 246. Sprich über den Verkauf von Makelhaftem. Antwort: Der Verkauf von Makelhaftem, ohne dessen Makel aufzuzeigen, ist verboten. Der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der von Muslim überliefert wurde: Man rashana falaysa minna. Die Bedeutung lautet: Derjenige, der uns täuscht, gehört nicht zu den vollkommenen Muslimen. Frage 247. Wann wird die Erbschaft eines Verstorbenen aufgeteilt? Antwort: Es hat keine Gültigkeit, die Erbschaft eines Toten aufzuteilen oder etwas davon zu verkaufen, solange seine Schulden nicht beglichen sind. Und sein Testament nicht vollstreckt worden ist, sowie die Kosten für die Pilgerfahrt und Umrah jemandem ausgehändigt worden sind, der an seiner Stelle die Pilgerfahrt und die Umrah ausführt,
wenn, in dem Fall, der Verstorbene dazu verpflichtet war und diese bis zum Tod nicht ausgeführt hatte. Es ist aber erlaubt, etwas von der Erbschaft zu verkaufen, um die erwähnten Angelegenheiten erledigen zu können. Frage 248. Sprich über das Schwächen des Interesses eines Käufers oder Verkäufers. Antwort: Es ist verboten, das Interesse eines Käufers oder Verkäufers nach Festlegung des Preises zu schwächen. Das bedeutet, wenn sich Käufer und Verkäufer über den Preis eines Gegenstandes einig sind und den Vertrag abschließen möchten, dann ist es verboten, dass jemand anders das Interesse von einem der beiden schwächt, mit dem Ziel, im ersten Fall selbst zu verkaufen, indem man sagt, ich verkaufe dir etwas Besseres zum gleichen Preis oder das Gleiche zum günstigeren Preis. Oder im zweiten Fall, um selbst zu kaufen, indem man zum Verkäufer sagt, verkaufe es nicht dieser Person, ich kaufe es dir zu einem höheren Preis ab. Das ist verboten, das darf man nicht. Geschieht die Aufforderung an den Käufer oder Verkäufer, den Vertrag aufzulösen, nachdem der Vertrag zwischen ihnen schon abgeschlossen wurde, in der Frist des Rücktrittsrechts, dann ist seine Sünde noch schlimmer. Möge Allah uns vor so etwas bewahren. Wenn aber das Schwächen des Interesses des Käufers oder Verkäufers vor Festlegung des Preises geschieht, dann ist es nicht verboten. Wie zum Beispiel, wenn der Verkäufer sich selbst nach einem anderen Interessenten erkundigt, der bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen, um dann an diesen zu verkaufen. In diesem Fall ist das nicht verboten. Genauso ist es keine Sünde, das Interesse des Käufers oder Verkäufers zu schwächen, wenn man nicht das Ziel hat, selbst von dem Verkäufer zu kaufen oder an den Käufer zu verkaufen. In diesem Fall ist das auch keine Sünde. Frage 249. Sprich über das Horten von Nahrungsmitteln. Antwort: Es ist verboten, Nahrungsmittel in Zeiten der Überteuerung und Not zu kaufen, um sie zu horten und dann teurer zu verkaufen. Die Frage 250. Sprich über den Verkauf durch eine Auktion. Antwort: Der Verkauf durch eine Auktion ist erlaubt. Es sei denn, also außer man schließt sich mit jemandem zusammen, der den Preis durch seine Gebote in die Höhe treibt, aber nicht mit der Absicht, diesen zu kaufen, sondern um andere zu täuschen. In diesem Fall ist das verboten. Frage 251. Sprich über den Verkauf mit aufgeschobenem Preis. Antwort: Es ist mit Übereinstimmung gültig, etwas Erlaubtes mit aufgeschobenem Preis zu verkaufen. Wenn der Verkäufer somit zum Käufer sagen würde, ich verkaufe dir diese Sache für 10 in bar und für 20 mit aufgeschobenem Preis. Und der Käufer daraufhin sagen würde, ich kaufe es in bar. Oder er sagt, ich kaufe es mit aufgeschobenem Preis. Das heißt, wenn der Käufer sich daraufhin für eins der beiden Angebote entschließen würde, dann ist der Verkauf gültig. Das zählt. Wenn aber der Verkäufer sagen würde, ich verkaufe dir diese Sache für so und so viel in bar und für so und so viel mit aufgeschobenem Preis. Und der Käufer daraufhin sagen würde, einverstanden, schick es mir, aber ohne sich für eins der beiden Angebote zu entschließen. In diesem Fall ist das verboten, ja, weil er sagt einverstanden, schick es mir. Ohne sich für eins der beiden Angebote zu entschließen. Das geht hier nicht, weil der Prophet a.s.w. sagte in einem Hadith, der von Abu Dawud überliefert wurde, man ba'a
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. Der Gesandte von Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagt im Hadith, man ba'a bay'atayn fi bay'atin, falahu awkasuhuma aw ar-riba. Die Bedeutung lautet, derjenige, der zwei Verkäufe in einem abschließt, dem steht das Geringere zu, oder ansonsten hat er einen Zinsvertrag abgeschlossen. Also aus diesem Hadith geht der Verbot dessen hervor, was zuvor erwähnt wurde. Frage 252. Sprich über das Betrügen. Antwort: Es ist verboten, beim Wiegen, beim Messen, beim Zählen zu lügen oder zu täuschen. Frage 253. Gib einige Beispiele für ein Darlehen, das einen Profit nach sich zieht. Antwort: Hier gibt es mehrere Beispiele. Das erste Beispiel, jemand verkauft Baumwolle oder andere Güter an jemand anderen und borgt ihm zusätzlich Geld unter der Bedingung, den Preis der Güter aufgrund dieses Borgens zu erhöhen. Dies ist verboten. Ein zweites Beispiel, jemand borgt einem Schneider oder einem anderen Lohnarbeiter Geld, unter der Bedingung, das heißt mit der Voraussetzung, ihn deswegen für einen geringeren als den normalen Lohn einzustellen. Und ein drittes Beispiel für dieses, was haram ist, was nicht erlaubt ist. Ein drittes Beispiel. Jemand borgt den Bauern Geld bis zur Erntezeit und setzt dabei die Bedingung, also er borgt ihnen Geld bis zur Erntezeit. Aber er setzt eine Bedingung. Er setzt die Bedingung, dass er ihnen die Ernte für einen geringeren als den normalen Preis abkauft. Auch das darf nicht sein. Dies nennt man Al-Maqdi und dies ist ebenfalls verboten. Also mit diesen Bedingungen ein Darlehen zu geben, ist haram. Weil dies, wie gesagt, einen Nutzen voraussetzt, einen Profit voraussetzt. Das darf nicht sein bei einem Darlehen, sonst fällt das unter Darlehenszins. Und das ist haram. Frage 254. Bei wem lernt man die islamische Religionslehre? Antwort: Derjenige, der die Belohnung von Allah, dem Erhabenen, erlangen will und die Sicherheit in seinen religiösen und weltlichen Handlungen anstrebt, muss von einem rechtschaffenen, beratenden und um seine Religion besorgten Gelehrten lernen. Er muss lernen, was erlaubt und was verboten ist. Da hat er darauf zu achten, dass er nicht wahllos, egal von wem, etwas hört, der über Religion spricht. Aus Gefahr, etwas Falsches aufzunehmen, was dann ihm in seiner Religion schadet. Der bekannte Gelehrte, der Imam und Mujtahid Ibn Sirin, sagte diesbezüglich: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Diese Aussage von ihm bedeutet: Dieses Wissen ist Religionslehre. Er macht aufmerksam auf die Religionslehre. Er sagt: Dieses Wissen ist Religionslehre. So achtet darauf, von wem ihr eure Religionslehre annehmt. Diese Aussage von ihm wurde von Muslim im Vorwort seines Sahih überliefert. Das war inshallah auch die letzte Frage für heute. In der nächsten Sendung geht es dann weiter, inshallah, mit der Frage 255. Mit dem Kapitel über die Eheschließung, also Nikah, und was danach kommt, inshallah. Möge Allah Ta'ala unsere guten Taten akzeptieren. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.